wenn hier der Hall of Famer rappt. Ist eure ganze Szene in nur 3 Minuten weg. Komm nicht her, hab keinen Zweck, bleib du da, ich mach Tracks. Vercheck, du mal weiter auf dem Hof, die 10er Packs. Das ist Boom Bap, echter Rap und quasi Prototyp. Der gesamten Mucke, die du hörst, die sich halt so belügt. Musik mit Zeilen aus der Seele, die so klingen wie deine. Auch wenn ich sie dir erzähle und du denkst, es wären meine. Aber nein, alles was du hörst, ist lang gewachsen. Über Jahre hier entstanden, Rap ist heute längst erwachsen. In seinen Kindertagen war Rap echte Gemeinschaft. Und sich battlen auf der Bühne war die einzige Feindschaft. Heute schießen sie sich über den Haufen, als wär's nix. Klingen Pillen und besaufen sich direkt vor den Kids. Rapper sehen heute aus wie ne Plastikpuppe. Und Rap gilt heute wieder als die Assi-Mucke. Nein, ich will das nicht sehen, ich will das nicht hören. Ich will das nicht, nein, ich will das nicht sehen. Nein, ich will das nicht sehen, ich will das nicht hören. Es ist doch so, viele halten Rap für reinen Zeitvertreib. Sie kicken Lines für Likes und stehen nur für den Hypermic. Sie warten nur darauf, dass irgendjemand ihre Scheiße signed, um hinterher zu sagen, ich hab das eigentlich gar nicht ernst gemeint. Kommt schon, Rap ist so viel mehr als nur Konsumkit. So viel mehr als du vermutest, so viel mehr wozu Rap gut ist. Rap verbindet, Rap vereinigt, lässt dich grinsen oder smilen. Rap geht in dich, lädt dich ein auf seine Insel zu verweilen, um zu bleiben, sich rumzutreiben. Auch mal bunte Zeilen ganz ohne Grund aufzuschreiben, um auch in diesen heute dunkleren Zeiten irgendwie doch noch munter zu bleiben. Also nutzen wir die Chance, die Musik uns allen bietet, so zu sein, wie wir sind und zu machen, was wir lieben. Rap mit ganzer Power, nicht wie eure halben Sachen. Sowas gebe ich mir nicht, da könnt ihr 20 Alben machen. Nein, ich will das nicht sehen, ich will das nicht hören.